Herzlich willkommen und grüß euch zurück auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um den Bremssattel meiner CX500. Den oder die beiden Bremssättel werde ich komplett auseinandernehmen, reinigen, neue Dichtung rein, Staubschutz rein, schauen, ob auch alles richtig zusammengebaut worden ist oder ob was fehlt. Das kann ja sein bei so einer 81er, dass da was nicht ordnungsgemäß zusammengebaut worden ist. Und dann werde ich die Bremssättel natürlich lackieren, wieder zusammenbauen. Und somit ist das Thema Bremssattel dann abgeschlossen. Freue mich drauf. Los geht's! Als allererstes werde ich einmal den Bremssattel aufmachen und mal reinschauen, ob der Kolben, der Bremskolben auch okay ist. Ich hoffe, die passen, weil dann erspare ich mir neue Bremskolben zu kaufen. Was auf jeden Fall gemacht wird, ist, dass ich die Dichtungen am Kolben austausche, dass die Staubabdeckung beim Kolben neu kommt und auch die Abdeckungen für die Gleitbolzen. Ich habe hier auch noch Entlüftungsschrauben, die müssen nicht sein, aber die tausche ich auch aus. Nachdem ich den auseinandergebaut habe, ich habe auch hier neue Bremsbeläge natürlich, kommen sowieso rein. Wenn ich den dann auseinandergebaut habe, werde ich den sandstrahlen oder so weit sauber machen, dass ich den lackieren kann. Die werden auch schwarz matt lackiert. Und hier habe ich noch, das ist der Original Masterzylinder, der Bremszylinder, der Bremsgriff. Den habe ich, der kommt natürlich auch neu. Da habe ich mir einen neuen gekauft im Retro-Style. Der passt auf die CX ganz gut. Das kommt auch dazu. Aber jetzt nehmen wir mal die Zylinder raus. Die Zylinder, sage ich, den Bremssattel auseinander und schauen mal, wie die von innen ausschauen. So, beide Bremssattel sind jetzt auseinandergebaut. Beim Auseinanderbauen macht es immer Sinn, sich auch so eine Zeichnung mit zu besorgen, um zu schauen, ob auch alle Teile mit drin sind im Bremssattel, den ihr auseinandergebaut habt. Die Dinger hier, meine ist ein 81er, die ist alt, da ist sicher schon mal was bei den Bremsen gemacht worden. Und um sicherzustellen, dass auch alles wieder korrekt zusammengebaut worden ist, nehme ich mir immer eine Zeichnung mit und schaue, okay, ob die Teile auch da sind oder nicht. Da ist mir jetzt bei diesem Bremssattel was aufgefallen, und zwar zwei Sachen. Ich hatte hier bei einem noch so ein Sicherungsring für die Staubkappe vorne drauf, bei dem anderen nicht, also der ist anscheinend vergessen worden. Was mir bei beiden aufgefallen ist, ist, es gibt hier noch so ein kleines Metallplättchen, vielleicht könnt ihr das sehen in der Zeichnung hier. Dieses Metallplättchen ist zwischen den Kolben und den Bremsbelägen. Der war bei beiden nicht drin, ist aber auch leicht möglich, dass bei diesem Modell da gar keine vorgesehen sind. Das muss ich mir noch anschauen und das werde ich definitiv noch abklären. Aber zurück zu den Bremssatteln. Die Bremskolben, beide Bremskolben schauen hervorragend aus. Die sind sauber, die sind nicht zerkratzt. Genauso auch der Bremszylinder. Das passt alles perfekt. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, beide sauber zu machen und vorzubereiten zum Lackieren. Da habe ich mir einen Speziallack gekauft. Das seht ihr in wenigen Minuten. Das Sandstrahlen mit den selbstgebauten Sandstrahlkasten, das lief jetzt, würde ich mal sagen, nicht so prickelnd. Die Farbe selber ist nicht runtergegangen.
Ich dachte mir, der Sandstrahl, das ist etwas stärker, der bringt auch die Farbe runter. Nichtsdestotrotz habe ich alle Teile jetzt sandgestrahlt. Da ist zumindest jetzt die Oberfläche rau geworden und auch an den Stellen, wo ich dann jetzt nachher, das werde ich jetzt machen, mit dem Schleifpapier noch drüber gehe, vielleicht nicht so genau hinkomme. Sei es wie sei, ich mache die jetzt fertig, schleife drüber, entfette die und dann geht's ab zum Lackieren. So, ihr habt ja gesehen, ich habe beide Bremssattel lackiert und aufgehängt. Mittlerweile ist schon der nächste Tag. Ich habe zweimal drüber lackiert. Ich war beim Lackieren nicht so begeistert davon, weil man vom Pinsel die Pinselstriche gesehen hat. Aber irgendwo habe ich im Internet gesehen oder gelesen, das verrinnt sich schon. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, ob das tatsächlich so ist. Ich habe hier den Bremssattel schon mal hingelegt. Ihr könntet ihn hier sehen. Und ja, muss sagen, es schaut okay aus, also eigentlich sollte das schwarz-matt sein, der Lack, der glänzt aber. Und wie man auch hier erkennen kann, das Ergebnis ist nicht so optimal. Man sieht hier nach wie vor noch, wo ich gepinselt habe. Also man kann das auf keinen Fall vergleichen mit dem Lackier mit der Sprühdose zum Beispiel. Also man sieht das schon, dass man das mit dem Pinsel gemacht hat. Nichtsdestotrotz passt das schon, also es schaut auf alle Fälle neu aus und es ist lackiert, das ist schon okay. Was jetzt noch passiert ist, dass ich die wieder zusammenbaue. Ihr habt ja vorhin auch gesehen, oder nicht vorhin, ich habe ja auch schon mal erklärt, pass auf, da fehlt mir ein Teil, der zwischen den Bremskolben sitzt und dem Bremsbelag. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht, es ist tatsächlich so, da ist so eine kleine Platte mit drin und die fehlt tatsächlich bei beiden. Die habe ich mir bestellt, noch nicht bekommen, das heißt, auf die muss ich noch warten, dass ich die beiden Bremssattel dann ordnungsgemäß zusammenbauen kann. Hier seht ihr nochmal die Teile, die dazu notwendig sind. Also wir haben hier die Gleitbolzen natürlich, das ist so ein Haltestück für die Bremsbeläge. Hier laufen die Bremsbeläge drin und natürlich die Schrauben. Ich habe hier dann noch die Dichtung für den Bremszylinder, die Dichtung des Bremszylinders, das kommt hier innen rein. Ich mache das mal raus, das Papier. Da habe ich auch einiges Schmutz drin. Das könnt ihr vielleicht hier sehen, hier kommt dann die Dichtung rein und dann noch drauf der Bremskolben selber. Am Bremskolben kommt dann eine neue Staubdichtung natürlich mit drauf. Und für die beiden Gleitbolzen gibt es auch neue Dichtungen. Sobald ich dann das fehlende Teil habe, baue ich den Bremszylinder, den Bremssattel natürlich komplett zusammen. Mache den fertig, lege den zur Seite, bis dann ich so weit bin, dass ich die Gabel zusammenbauen kann und fertig machen kann. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, es war hilfreich für euch, lehrreich für euch, hat euch gefallen, was ich gezeigt habe, wie ich das gemacht habe und vielleicht waren ein paar Tipps dabei. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal natürlich abonniert, mir ein Like gebt und Comment schreibt. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit dem Bremssattel der CX500. Wie gesagt, meine ist ein 81er Baujahr. Schreibt mir einfach Comments drunter und wir sehen uns nächsten Freitag mit dem nächsten spannenden Thema meiner CX500. Bis bald, tschüss.